Nach einer monatelangen Hängepartie entscheidet die CDU am kommenden Wochenende auf ihrem ersten digitalen Parteitag, wer Annegret Kramp-Karrenbauer als Vorsitzende ablöst. Ob der künftige Parteichef auch Kanzlerkandidat wird, soll erst später entschieden werden. Die drei Kandidaten im Überblick. Der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen wird lange als Favorit für den CDU-Parteivorsitz gehandelt. Mit Gesundheitsminister Jens Spahn tritt er im Team an. Allerdings soll Spahn mittlerweile selber Ambitionen auf eine Kanzlerkandidatur haben. Seine Favoritenrolle hat Laschet in der Corona-Pandemie eingebüßt. Viele halten sein Krisenmanagement für zu zögerlich. In Umfragen liegt der 59-jährige dreifache Familienvater derzeit sogar hinter seinen Mitbewerbern. Doch aussichtslos ist seine Lage nicht. Die Entscheidung fällen schließlich 1001 Delegierte. Dem Düsseldorfer Regierungschef wurde lange kein höchstes Amt zugetraut. Als Norbert Röttgen jedoch bei der Landtagswahl 2012 eine Niederlage erleidet, rückt Laschet zum CDU-Landesvorsitzenden und Vize-Bundesvorsitzenden auf. Man kennt den 65-jährigen Sauerländer auch wegen seiner provokanten Äußerungen. Bis vor 2 Jahren war Merz aus der aktiven Politik praktisch verschwunden. Seit 2009 widmet er sich vor allem seiner Karriere als Wirtschaftsanwalt. Von seinem Posten als Unionsfraktionschef, den er von 2000 bis 2002 bekleidet, verdrängt ihn seinerzeit ausgerechnet Angela Merkel. Bei den Wahlen zum CDU-Vorsitz vor 2 Jahren unterliegt der dreifache Familienvater knapp Annegret Kramp-Karrenbauer. Nun will er einen zweiten Anlauf schaffen. Als Mann der Parteibasis stehen seine Chancen gut. Der frühere Umweltminister gilt im Rennen um den Parteivorsitz lange als Außenseiter. Doch in Umfragen hat der 55-Jährige kräftig aufgeholt. Er wirbt dafür, die Union jünger, weiblicher und digitaler zu machen und platziert sich damit geschickt zwischen seinen beiden Kontrahenten. In der derzeitigen Tagespolitik spielt Röttgen keine große Rolle. Nach seiner krachenden Niederlage als CDU-Spitzenkandidat bei den NRW-Landtagswahlen 2012 wird es still um den dreifachen Familienvater. Seit 2014 ist Röttgen Vorsitzender im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages. Wie das Rennen am Wochenende ausgeht, bleibt bis zuletzt spannend.